Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sam & Max, das Grab von Sam & Max. Der hat sich irgendwie gereimt, ne? Ich bin's, euer Theon. Letzten Part haben wir... Ja, was haben wir denn da? Wir haben gelernt Ägyptisch. Wir sind hier im Zug. Wir haben rausgekriegt, wie wir das verdammte Baby Emilia zum Schlafen kriegen. Wir haben Jürgen getroffen, bevor er zum Vampir wurde. Und wir haben da hinten ein Elfen und so ein Emo-Elf gesehen. Und da will ich jetzt mal hinterher. Und ich will jetzt natürlich wissen, was geht da ab? Elvis. Hallo Boss, wir wollten nur... Das ist er nicht. Nur die zwei Deppen aus New York. Ja? Was macht die Elfen in diesem Zug? Wir sind immer da, wo man ist. Wir sind sein Gefolge. Nur weiß er nichts von unserem geheimen Projekt. Was für ein Projekt? Wie viele Elfen sind denn da drin? Bei der letzten Zählung 153,5. 5? Gary, der Hüter dritter Klasse, ist nur Halbelf. Ah, ich dachte schon, sie hätten jemanden zersägt oder sowas. Mann, will die sprechen. Was soll ich machen? Ich kann hier nicht weg. Keiner von uns kann irgendwo hin, bis das geheime Projekt fertig ist. Ich will eure Kisten untersuchen. Das kann ich mir vorstellen, Lustmolch. Das kam jetzt falsch rüber. Schon ein bisschen, ne? Ja? Ich soll dich offensichtlich nach diesem geheimen Projekt fragen. Ich kann nicht darüber reden. Das müsst ihr mit dem Projektleiter besprechen. Hey, Slushy! Was gibt's, Bello? What the fuck? Alles klar, Slushy? Du siehst etwas blass aus, Kumpel. Ja, hab ich gehört. Irgendwas muss mich gebissen haben oder so. Aber keine Schmerzen. Hab mich eigentlich nie besser gefühlt. Okay. Der Kerl sieht aus wie so ein schwuler Twilight-Emo-Vampir. Wirklich. Im Ernst? Ich sag das nicht gerne. Aber ich glaube, du bist ein Vampir. Kommt schon. Ihr glaubt den Quatsch doch nicht mehr als ich. Könnte aber wirklich eine schöne Blutwurst vertragen. Okay. Slushy, der Vampir-Elf. Und schon bald ein Weihnachtshit. Hört mit dem Quatsch auf. Wieso glaube ich das nur? Es könnte tatsächlich ein kleiner Kinderfilm werden. Mann will die sprechen. Echt, Villa? Macht ihr das mal. Ich kann hier nicht raus, bis das geheime Projekt fertig ist. Okay, fragen wir jetzt endlich mal nach dem Projekt. Was ist dieses geheime Projekt, von dem jeder redet? Es ist ein neues Spielzeug. Mann, was für ein Knaller. Da macht man Purzelbäume, wenn wir ihm das erst zeigen. Wir machen gerade die letzten Änderungen. Kannst du uns eine Vorschau geben? Wir lassen die Katze noch nicht aus dem Sack. Muss erst getestet werden, damit wir sicher sein können, dass es bei den Kids ankommt. Lol. Von einem Kind getestet, ja? Mein Kumpel hier hat das Gehirn eines Kindes. Es liegt in meinem Schlafzimmerschrank. Nee, nee. Wir müssen das von einem echten Kind testen lassen. Ja, wir kennen ein echtes Kind. Warte hier. Ich habe genau das richtige Kind für dich. Echt? Das ist klasse, Mann. Schick es her. Ja, ich bin gerade, ich glaube, da lang müssen wir. Und jetzt nochmal zurück zu Emilia Earhart. Was für ein Name übrigens. Ja, wenn euch der Name nichts sagt, gibt es mal in Google ein. Gibt einen interessanten Artikel dazu. Samet und Maximus. Klingt wie ein römischer Gladiator, wirklich. Samus Maximus, oder nee. Samu? Nee. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, wie der heißt. Ich weiß nur, dass das Max Vorfahre hier Maximus heißt.
Schwuler Jürgen. Und Morlis? Klingt wie Wallace. Ich frage mich, ob Nofretetes Vater weiß, dass sie immer noch auf uns steht. Was? Hoffentlich stören wir bei etwas. Überhaupt nicht. Ich wollte gerade gehen. Ich geb nicht auf, bis du mir die Wäsche was rausrückst. Tschüss, Jürgen. Ist mir egal. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber egal. Hey, kennst du uns noch? Aber sicher! Ihr seid doch die Schlauberger, die die Spielzeugkiste des Teufels geklaut haben. Den Schatz, den wir seit 6000 Jahren gehütet haben. Was macht der Typ mit dem schwulen Akzent hier drin? Privatangelegenheit. Sagen wir mal, er will etwas, das nur ich ihm geben kann. Mann, Fati, sei doch nicht so geheimniskrämerisch. Was, wie, wo, was, schäme sich, wer jetzt Böses denkt. Und ich muss mich schämen, dieser Satz hörte sich nach allen Regeln der Kunst irgendwie falsch an. Du bist uns nicht böse wegen des Grabraubes? Um Himmels Willen, nein! Die Kiste loszuwerden war das Beste, was uns Maulmännern passieren konnte. Nach 6000 Jahren können wir endlich machen, was wir wollen. Amerika! Kann's kaum erwarten. Lol. Komisches Ding. Die Kiste, die wir euch geklaut haben. Jemand hat sie uns geklaut. Wie gewonnen, so zerronnen. Dürfen wir deinen Koffer durchsuchen? Nein. Wisst ihr schon, was ihr in Amerika machen wollt? Meine Frau Natascha finden. Ich habe erfahren, dass sie einen netten Heizraum auf der Westside für uns aufgetrieben hat. Das ist ein Rattenloch. Nach allem, was wir auf Rolle 2 durchgemacht haben, kann ich wohl offen sprechen. Ja? Leider muss ich dir mitteilen, dass deine Tochter irre verknallt ist. In wen denn? In diesen Jürgen-Typ. Haha! Erzähl noch einen! Okay, probier's mal nochmal. Nach allem, was wir auf Rolle 2 durchgemacht haben, kann ich wohl offen sprechen. Ja? Leider muss ich dir mitteilen, dass deine Tochter irre verknallt ist. In wen denn? In die Bauchrednerpuppe von meinem Kumpel. Mann, das klingt nicht gesund. Naja, sie wird darüber hinwegkommen und eine einsame alte Jungfer mit Spielzeugkomplex werden. Braucht mir also keine Sorgen zu machen. Was ist das denn für ein Vater, ne? Immer den Schienen folgen, Mr. Maulmann. Okay. Ich meine, klar, ich will ja auch nicht, dass meine Tochter so zwischen, generell nicht so, so erst ab 20, wenn möglich, ne? Jeder, der es versucht, den jag ich zur Hölle. Aber egal. Falls ich jemals überhaupt eine Tochter haben sollte. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Habt ihr Kinder? Wollt ihr mal irgendwann welche? Und wenn, wie werdet ihr euch denn aufregen, dass so, wenn's bei denen mal so weit ist, reißt ihr ihrem Partner den Allerwertesten auf oder werdet ihr euch freuen, wie freut man sich so drauf? Keine Ahnung, vielleicht wie ein Kind, das gerade eingeschult wird oder sowas. Ein kleines Kind bei der Geburtstagsfeier. Oh Gott. Das wird krank. Warte. Ich muss mal kurz gucken. Lass mich mit Slushy reden. Was gibt's, Bello? Warte hier. Ich habe genau das richtige Kind für dich. Echt? Das ist klasse, Mann! Schick es her! Ja, ich glaube, es müsste sogar im selben Abteil sein, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe.
Ihr schon wieder? Kommt rein. Ich arbeite gerade an meinen Memoiren. Welche Memoiren? Sag mal, Baby Amelia Earhart. Aha. Wir haben eine Riesenüberraschung für dich, Baby Amelia Earhart. Du wurdest für ein Marktforschungsprojekt ausgewählt. Aha. Wo ist der Haken? Kein Haken. Geh einfach mit dem netten Vampirelf nach nebenan. Und da gibt er dir ein nagelneues Spielzeug. Kein Interesse, zu beschäftigt. Sehe ich für euch etwa wie ein Kind aus? Eigentlich schon. Jemand hat unsere Spielzeugkiste geklaut. Die Kiste, die ihr aus dem Grab von Sam und Mac gestohlen habt? Ihr kennt echt keine Scham. Tja, durchsucht mich. Ich bin sauber. Das glaube ich gern. Ritt der Walküren. Ungewöhnliches Wiegenlied. Ich bin ein ungewöhnliches Kind. Hab ich auch schon gemerkt. Du hast jetzt dein eigenes Abteil, was? Alles legal? Ich kann's mir leisten. Dank unseres Freundes Sam und Mac. Vergoldete Skarabäen erzielen heutzutage einen guten Preis. Was passiert jetzt, wenn mich darauf klickt? Komm schon, Baby Amelia, sei nett. Du musst nur ein paar Minuten mit einem Spielzeug spielen. Spiel dir ruhig damit, ich habe Wichtigeres zu tun. Ach, Bullshit. Sei ein braves Mädchen. Frau. Eine brave Frau. Ich kann nicht ewig warten, Kumpel. Ja, ich weiß, leider. Bye bye, Baby. Ist jetzt natürlich doof. Egal. Probieren wir jetzt mal was aus. Übersinnliche Bauchrednerei. Nee, schade, klappt grad nicht. Und die Puppe ist mir irgendwie volle Kanne unheimlich. Die sieht voll abgegammelt aus. Probieren wir mal kurz den... Sollen wir zurück zu einer früheren Rolle oder zur nächsten springen? Nee, zur früheren. Jetzt, wo wir wissen, wo wir das Baby ruhig kriegen, wird alles viel ruhiger. Mach diesen Koffer auf! Mach sofort auf! Mach deinen Mund zu! Mach deinen Mund zu! Mach deinen Mund zu! Halt deinen Mund! Machen Sie auf! Wir müssen uns verstecken! Dose Nüsse. Oha. Ich komme rein! Sieht leer aus. Niemand hier. Hab mich wohl getäuscht. Ui, das war knapp. Zum Glück waren wir mal mit Götterdämmerung auf Tour. Ha, den Trottel von einem Schaffner haben wir schön angeschmiert, was, Partner? Partner? Zum letzten Mal, Kindchen, du machst nicht mit bei uns. Quatsch, das ist erst der Anfang. Wir haben eine nicht enden wollende Reihe von Abenteuern vor uns. Lol. Eine nicht enden wollende Reihe von Abenteuern. Tada! Keine Fanfaren. Du wirst rausfinden, dass du diese Ägypter nicht so leicht mit deiner Magie beeindrucken kannst, Kumpel. Diese Typen saugen Zauberei mit der Muttermilch auf. Apropos, sieht so aus, als wären wir dieses nervige Kind Amelia Earhart losgeworden. Himmel, Herrgott, du hast recht. Ein cleverer Zug, ihr diese Fata Morgana zu zeigen und zu behaupten, sie sei eine Oase. Kleine Kinder sind so blauäugig. Lass uns mal zur Sache kommen. Wir müssen die Spielzeugkiste des Teufels finden, bevor sie von unehrenhaften Grabräubern geklaut wird. Noch unehrenhafter als wir, meinst du? Such nach einem Geheimgang in ein endloses Labyrinth. Wir werden ohne Zweifel einer Vielzahl an teuflischen Todesfallen begegnen. Aber wenn wir unsere Sinne beisammenhalten... Gefunden! ...wird auch Zeit. Lol. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so einfach war. Obwohl. Der dritte...
die dritte Rolle beginnt ja damit, dass wir uns die Truhe greifen, ne? Hör auf, dich so mädchenhaft zu zieren, Maximus. Das ist es nicht. Es ist meine Aura. Die spielt wieder verrückt, Samet. Etwas aus dieser Spielzeugkiste ruft nach mir. Samet! Das ist eine Bauchrednerpuppe! Keine Panik, kleiner Kumpel. Könnte eine Fälschung sein. Na, was haben wir denn hier? Grabräuber! Himmel! Wir hatten seit fast 50 Jahren keinen gescheiten Grabraub mehr. Jetzt wartet einfach mal eine Minute. Leider habt ihr uns mit runtergelassenen Hosen erwischt. Also sozusagen, hab das Sicherheitssystem seit wer weiß wie lange nicht mehr in Betrieb gehabt. Nun gut, der Schusszauber scheint angebracht zu sein. So, das sollte es tun. Nichts kann einem guten alten Schutzzauber was anhaben. Jetzt fasst die Kiste nicht an, wenn euch euer Fell lieb ist. Warum glaube ich Ihnen das sogar? Aber so schlau wie wir sind, tun wir das trotzdem. Kann man sie jetzt gefahrlos berühren? Mist! Ich hatte wirklich gehofft, die beiden würden sich irgendwie wehren. Lol. Ich glaube nicht, dass die Geschichte so enden soll. Spulen wir zurück und versuchen wir es nochmal. Das war ja jetzt echt keine schöne Sache, ne? Aber dass ich mal davon ausgehe... Da ist sie hin, meine Aura! Ich muss diese Puppe haben! War das ein... Ja, kleiner Kumpel. Sieht aus, als bekämst du deine Viper. Und was für ein Riesenviech das ist! Naja, ich würde mal sagen, dann gehen wir mal hinter dieser riesigen Schlange her, ne? Normalerweise stellt man sich eigentlich bei einer riesigen Schlange an, aber der hier müssen wir sogar noch hinterherlaufen. Was denn das für eine Sauerei? Ich bin gerade am Überlegen. Also hier kommen wir, glaube ich, nicht rüber. Nein. Ich frage mich gerade, wie die Schlange das hinbekommen hat. Ja, die ist wahrscheinlich einmal runter und wieder rauf. Und da kommen wir auch nicht lang. Oder? Probieren wir es mal kurz aus. Na klar, da kommen wir lang, aber... Jetzt... Boah. Ja, gerade schon wieder aufstoßen. Das ist widerwärtig. Seht ihr das auch, das da? Sieht für mich... Psst. Hä? Hier drüber! Ihr wollt also die Kiste... Ich kann euch helfen, aber erst müsst ihr mir helfen. Lol. Wer? Wer hat dir das angetan? Die Maulmänner. Die sind ja völlig gaga. Besonders der Alte. Erst macht er auf freundlicher Opa. Aber dann fängt er plötzlich an, mich mit Pech zu verfluchen. Ich hab versucht zum Abhauen, aber dann war da noch ein Maulweib mit einem komischen Akzent. Die hat mich nochmal verflucht. Total verwirrt bin ich in einem Stolperdraht hängen geblieben. Und zack, ein dritter Fluch. Und jetzt sitze ich schön blöd da. Schon? Ich frag mich gerade, was für ein Akzent das sein soll. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einen Augenblick mal kurz.